936 wurde mit Ludwig IV., dem überseeischen Transmarinus bzw. d'Outremer, wieder ein Karolingerkönig. Er war der Sohn Karls des Einfältigen und lebte zuvor im englischen Exil, was zu seinem Beinamen führte. In die Kämpfe der verschiedenen Adelsfamilien mischte sich nun auch zunehmend das Ostfränkische Reich ein. Je länger diese Kämpfe dauerten, desto mehr konnte Lothringen ins Ostreich integriert werden. Sichtbares Zeichen war nicht nur Aachen als Wahl- und Krönungsort, sondern auch das Tragen fränkischer Tracht im neuen eigentlich sächsischen Königs- und Kaiserhaus. Gerade Otto I. setzte sich bewusst in karolingische Traditionen. Eine zentrale Rolle in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts spielt der Kapetinger Hugo Magnus. Er übernahm schon in der Regierungszeit seines Vaters Robert I. zahlreiche Grafschaften und Rechte im Norden Frankreichs. Ab 936 führte Hugo Magnus den Titel eines Dux Franciae. 943 erfolgte dann auch die Belehnung mit dem Ducatus Franciae. Die Zweistufigkeit macht deutlich, dass es sich dabei nicht bloß um irgendeinen Titel, sondern um ein wirkliches Amt handelt. Die Kapetinger hatten sich im Herzen des Karolingerreiches festgesetzt. Dementsprechend schwach war in Folge auch Ludwig IV. Als dieser Ludwig IV. 954 mit 33 Jahren starb, war sein Sohn Lothar erst 13 Jahre alt, zu jung für die schwierige Ausgangslage. Er war am Anfang schwach, die eigentliche Regierung wurde von Mutter Gerbera, Schwester Ottos des Großen, geführt. So kam das Westfränkische Reich noch stärker ins ottonische Fahrwasser. Erst nach ihrem Tod 969 konnte es seine eigenständige Politik beginnen. Das führte rasch zum Konflikt. Inzwischen, 956, war auch Hugo Magnus gestorben. Ihm folgte Hugo Capet, der später König werden sollte. 980 ließ Lothar seinen Sohn Ludwig zum Mitkönig krönen. 986 starb Lothar. Sohn Ludwig wurde allerdings schon im Jahr darauf bei einem Jagdunfall getötet. Wohl auch deshalb erhielt er den Beinamen der Nichtstuer. An der Wende zum 11. Jahrhundert war aus dem Westfränkischen Reich Frankreich geworden. Für uns heute zumindest, denn die Reichsbezeichnung Regnum Francorum blieb gleich. Wie schon bei der Machtergreifung der Karolinger folgte nun auch das eigentlich mächtige Geschlecht nach. Der Machtwechsel im Sommer 987 ging schnell vor sich. Dem Bruder Lothars Karl wurde vom Erzbischof von Reims die Eignung ganz einfach abgesprochen. Er diene als Lehensmann des Kaisers nicht nur einem Landfremden, er habe obendrein noch eine nicht ebenbürtige Ehe geschlossen. Das sind allerdings nur Argumente. Ausschlaggebend war, dass eine große Adelsgruppe hinter Hugo Capet, dem Dux Francorum, stand. Damit beginnt die Zeit der kapetingischen Könige. Den Namen hat die Dynastie von der Kappa, dem Mantel, den Hugo gern trug. Ein anderer Name für die frühe Dynastie ist Robertiner. Nebenzweige der Kapetinger sind die Valois, sie folgen auf die Kapetinger und enden im 16. Jahrhundert, die Bourbonen, sie regieren danach bis zum Ende des Königreichs und sind heute spanische Könige, und das Haus Orléans, ein Zweig der Bourbonen, aus dem der französische Bürgerkönig Louis-Philippe I. im 19. Jahrhundert stammte.